Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 2. In der Nacht, in der eigentlich alles schlafen sollte, aber die Orks noch unterwegs sind und sich Gruselgeschichten erzählen. Alter, ich hab nur einen Schritt nach vorn. Die müssen mich doch riechen. Ey, ich bitte dich. Die müssen mich doch riechen. Scheiße. Okay, vielleicht ist es doch eine bessere Taktik, die immer herzulocken. Wobei es irgendwie, finde ich, so ein bisschen Bug-Using ist. Ja, ich weiß, dass die Ork-Ramme und die kommen hier einfach nicht hoch, aber warum sollten die, das ist ja die Ramme der Orks, warum sollten die da nicht hochgehen? Ne? Deswegen ist das, aber ich glaube, eine andere Chance habe ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich versuche mal eben. Ne, wisst ihr was? Ich stelle mich mal hier an den Rand und hau mal das Stinkefell raus. Mal gucken, was jetzt passiert. Das fällt natürlich runter und er... Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen. Und da zeigt er uns die Zähne. Schön. Sieht schön aus, ne? Eine gesunde, rote Zunge. Und schöne Zähnchen. Vorne hat er irgendwie keine Zähne. Wo ist das Stinkefell? Wo ist das Stinkefell? Oh, da liegt's. Im Schutt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Ich dachte schon, ich hätte es verloren. Weil das wäre das einzige Stinkefell, was wir noch haben. Das andere hat sich ja irgendwie in Luft aufgelöst. Das haben wir aufgeweicht und hat sich in Säure, nur dass der Geruch rausgeht. Und das hat sich einfach komplett weggeätzt. Na egal. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Orks umgehauen. Ich habe viel rumgesabbelt. Werde ich vielleicht sogar in dieser Folge wieder tun. Einfach weil wir jetzt nur Orks umhauen. So, erstmal speichere ich. Die Frage ist jetzt, wie mache ich es? Locke ich die Orks? Guck mal, vielleicht können wir da den Leichtwundheilen zur Burg. Feuerball. Der visiert immer. Ich verstehe das nicht. Mann, visier doch den Wag. Natürlich. Aber das dürfte ja den Wag nicht interessieren, oder? Nee. So. Und jetzt dürfte er auch kein... Ja, genau. Keinen anderen Ork anvisieren. Gib ihm. Scheiße! Fuck! Nein! Och, Mann! Oh, das ist so nervig, dass man die nicht trifft, wenn die vor einem stehen. Das ist einfach nur nervig. Buddlerfleisch. So, über was könnte ich denn noch reden? Ja, Freunde, Harry Potter ist vorbei, The Sinking City ist vorbei. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe, aber wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann wird in Zukunft wahrscheinlich eine Abstimmung kommen. Und zwar, was als nächstes parallel neben Gothic 2 laufen soll. Ich habe ja schon den Vorschlag bekommen. Ist das nur einer? Nein, natürlich nicht. Ah, der andere ist... Nein, okay, ist er nicht. Ja, ja, kommt mal alle mit, bitte. Ich habe schon den Vorschlag bekommen, Dark Souls und, oh fuck, oh Gott, und, The Legend of Zelda. Ich würde es aber ganz gerne, ich weiß, also ich gucke mir auch immer die Spiele an, wenn sowas vorgeschlagen wird, aber ich fände es immer ganz gut, wenn, wenn wir da eine Abstimmung machen. Weil, ihr wisst, Demokratie ist immer das Beste bei sowas. Scheiße, jetzt habe ich nur die beiden getroffen. Und ihn juckt das natürlich nicht. Was macht denn der andere da? Morgensport oder was? Was wird denn das? Junge! Ah, jetzt trifft es wenigstens die beiden. Dass der andere da keinen Schaden kriegt, der Elite-Ort, das regt mich auf. Nicht mal ein bisschen. Scheiße. Ja, ich würde eine Abstimmung machen. Ich würde auch ganz gern neben so ein Spiel wie Gothic, was viel Zeit beansprucht und lange geht, würde ich ganz gern, sag ich mal, ein Projekt beziehungsweise ein Spiel Let's Playen, was oh Gott, um Gottes Willen. Scheiße, aber ich hatte gespeichert. Was halt nicht so lange geht, ne? Und also so
Open-World-Games gehen halt meistens immer lange. Deswegen werde ich auch zur Abstimmung solche Langspiele nicht mit reinpacken. Scheiße, okay. Warte mal. Ach nee, jetzt kommt er her. Okay. Okay, ich versuche mal mein Glück. Ich will ehrlich gesagt keine Heiltränke benutzen. Aber ich werde nicht... Ich warte auf den Dreischlag. Oder soll ich wieder einfach raufgehen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ja, mach doch deinen Dreierschlag! Weißt du, die ganze Zeit macht er das, aber jetzt natürlich nicht. Nein, ich will keine Heiltränke benutzen. Fuck, Mann! Oh, ich hab's immer noch nicht raus, Freunde. Ich hab's noch nicht raus. So, erstmal. Verpisst er sich jetzt wieder komplett, oder was? Komm doch her, Junge. Hallo. Elite-Krieger. Hühnchenschenkel hergehört. Hühnchenschenkler. Das ist mein Spitzname bei den Orks. Nein, ich brauche ja keinen... Jetzt verpisst er sich. Oh, Mann. Okay, vielleicht können wir hier... Aber die Ork-Schaman wird das Feuer doch... Jetzt kommt er wieder zurück. Willst du mich verarschen? Die Ork-Schaman wird das doch auch nicht jucken, oder? Das Problem ist, die Orks können auch klettern. Ich kann höchstens versuchen, die Ork-Schamanen jetzt anzulocken. Und wer... Nein! Jawohl. Aber die kriegen auch Schaden, oder? Durch den... Was? Wo kam das denn her? Und jetzt rauf, Freunde. Nein. Alter, Mann, du... Die sind so schnell, die scheiß Ork-Elite. Die sind behindert. Da haben wir es wieder. Die sind behindert. Habe ich letzte Folge erklärt, wie ich das meine. Mann, mach mal mit der Story weiter. Ich weiß es auch nicht, Freunde. Hat das jetzt noch einen Sinn hier? Na, kommt er natürlich gleich von hinten hier, der Otto. In seiner Rüstung. Jetzt dreh dich doch, Peter! Mann! Oh, das ist so anstrengend. Wenn der einen Schlag macht, kannst du den nicht drehen. Dann geht das nicht. So, was wird das jetzt? Rutschst du bitte schneller? Dass sie da nicht weitergehen. Oh, ich weiß nicht, ob mir das jetzt so anstrengend wird, die ganze Zeit die Orks da umzubolzen. Ich meine, das ist so... Ich würde ganz gern einfach mal... Ich weiß, eigentlich lohnt sich's eher, irgendwo hinzugehen, wo Viecher sind, die du halt mit einem Schlag oder so, weißt du, dann kannst du einfach durchstratzen und hier musst du jedes Mal umdrehen und trinken und das nervt. Und ich renne einfach voll rein, ich bin ja voll klug. Sieht er mich noch? Natürlich. Er versucht auch... Seht ihr das? Den scheiß Ork-Kopf da immer mal ab und zu hochlunzen. Hui. Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Hallo. Peter. Kuckuck. Da muss natürlich auch wieder ein Elite-Ork dabei sein. Mann. Die sind ja überall. Soll ich es mal mit Skeletten versuchen? Mit richtig vielen? So, ich versuch's mal. Ich versuche mal jetzt ganz viele Skelette zu erschaffen. Und einfach durchzurennen. Mal gucken, ob das was bringt. Den Feuerball mache ich mal weg. Den Feuersturm mache ich. Den kleinen Feuerball und Skelette erschaffen. Ich habe natürlich auch noch Goblin-Skelette, aber ich glaube, die bringen gar nichts.
Bleib bitte hier. Warum? Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Wo denn? Ist der unsichtbar? Ich sehe den nicht. Ach, der ist in der Hütte. Tschüss. Also dann. Okay, ich gehe nochmal zurück. Oh, hier ist natürlich auch einer. So, jetzt gehen wir hier hin. Hier dürfte ja gar keiner mehr sein. Und jetzt beschwöre ich mir mal die Skelette. Großer Feuerball? Nein. Heiliges Licht. Hä? Bin ich bescheuert? Wieso? Ach, ich hatte neu geladen. Okay. Feuerball. Kleiner Feuersturm, Skelette. So, speichern. Skelett. So, jetzt komm. Zack. Mal gucken, was das bringt. Zack. Zack. Zieht natürlich ordentlich Mana, aber... Zack. Und zack. Und zack. Ja, ja, wir machen uns ein paar... Die werden, ich meine, die werden gegen die Elite überhaupt keine Chance haben. So, okay. Zeit ist kostbar, Freunde. Ich würde sagen, ich speichere mal nicht. Ich speichere aber das mal eben auf so einen Speicherstand. Machen wir mal hier. So, let's go, Freunde. Alter, warum wackelt es denn so? Xare, das geht kacken. So, Jungs, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich bitte euch. Ich habe euch nicht umsonst beschworen. Guck mal hier zum Beispiel. Jungs, ihr macht das mal. Ach du Scheiße, die kriegen ja nur ab. Ja gut, ich spam... Pass mal auf, ich kümmere mich hier um die. Ja, super, wie ich mich kümmere. So, Jungs. Okay, die sind eigentlich ganz gut soweit. Aber die sterben halt auch sauschnell, wa? Aber dafür brauche ich wahrscheinlich einfach mehr Mana. Alter, wie viel sterben denn hier jetzt bitte schon? Alter. Super, da hinten sind... Ich stehe hier gleich alleine da. Die Hälfte bleibt oben hängen? Aber zumindest löschen die Elite schon mal aus. Komm! Jungs, gebt ihm! Die Hälfte habt ihr. Kann das sein, dass die im... Doch, die können im... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, Freunde, ich hätte es mir krasser vorgestellt. Das heißt, Skelette jetzt beschwören bringt eigentlich nicht so viel. Ich speichere trotzdem mal. Neue Laden bringt auch nichts. Alter... Keine Ahnung, dass ich... Mann! Ich muss mir halt auch wieder Heiltränke kaufen. Oh, diese scheiß Ork-Elite, ey. Mann, die sind echt zäh. Die können auch so schnell zuschlagen, das ist ja unfassbar. Ich probier's nochmal so. Manchmal klappt das so echt gut, aber manchmal auch gar nicht. Oh, nice. Heilung, orkisches Kriegsschwert. Okay, also wir haben die schon ganz gut ausradiert. Jetzt die Frage da hinten. Hoffentlich ist da jetzt Apfeltabak. Da ist nichts zu holen. Die können wir zum Beispiel mit Feuersturm erledigen. So, ich hätte auch eigentlich mal in die andere Richtung gehen können, aber in der anderen Richtung waren halt auch war die Elite, ne?
Oh, super, es trifft den anderen nicht mal. Zu weit weg. Und umdrehen. Feuer. Gut, ich bewege mich dann jetzt mal so langsam in die andere Richtung. Immer im Zickzack laufen, Freunde. Ich mache das jetzt einfach mal. Und es scheint sogar zu funktionieren. Ihr habt nicht gelogen. Dabei lügt ihr doch immer. Oh! Oh Gott. Oh, jetzt kommen die... Oh, na super. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh mein Gott, nicht sterben. Keine Heiltränke vorhanden? Willst du mich verarschen? Natürlich sind Heiltränke... Im Zickzack laufen. Im oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum? Hab ich alles schon... Wie, keine Heiltränke? Ist doch ein Heiltrank. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich leichte Wunden heilen nicht mehr? Nein, habe ich nicht. Okay. Freunde, ich muss einkaufen gehen. Ich muss einkaufen gehen. Das ist mir nichts. Wenn ich schon mal im Kampf bin und ich habe keine Heiltränke, dann ist vorbei. So, das heißt shoppen. Shoppen. Wer verkauft hier? Hey, du. Oder verkauft er, glaube ich, nicht, ne? Oh, das war aber nicht der, der da runtergerannt ist, oder? Oh, shit. Kerolot. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du. Wie ein Luchs, sage ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Echt? Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben ja 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Spricht er von mir? Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Hab ich das gemacht? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Okay. Diebstahl. Der Paladin Kerolot vermisst seinen Geldbeutel. Er behauptet, er sei ihm von den Drachenjägern gestohlen worden. Okay. Da, zu denen müssen wir ja eh nochmal. Wer handelt denn jetzt hier bitte? Irgendjemand. Tandor, der handelt doch nur mit Waffen, oder? Super. Amulett der Erzhaut. Klinge. So, für Innos erstmal. Ah, alles klar. Ich guck mal eben kurz. Wer handelt denn hier noch in der Burg alles? Händlein Corinis. Händlein der Außenwelt. Händler im Lager der Banditen. Händler in der Burg. Sengrad verkauft Spruchrollen in der Burg. Tando handelt mit Waffen in der Burg. Engor verwaltet die Vorräte der Burg und macht nebenher Geschäfte. Wahrscheinlich Sengrad dann eher, oder? Aber Sengrad war nicht der, der abgehauen ist, oder? Aktuelle Mission. Verschwunden in die Dunkelheit. Natürlich, genau der. Und wer war noch? Hinterm Kloster. Engor. Scheiße. Scheiße. Wichtig, was noch natürlich auch wichtig wäre, jetzt mehr Leben, oder? Dass ich allgemein mehr Leben habe. Die Rüstung kann ich nicht krasser machen. Entweder mehr Leben oder mehr Mana bringt mir aber auch nicht so viel, weil das macht ja nicht mehr Schaden an sich. Also wahrscheinlich wäre jetzt am besten, mehr Leben zu lernen. Und das kann ich ja nur durch irgendwelche Süppchen oder eben durch Beten.
Gibt's denn hier irgendwo einen Innos-Schrein? Ich könnte natürlich auch mal versuchen jetzt, ob ich... Ist natürlich riskant ohne Heiltränke, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Da oben ist die Hütte von dem Schaman. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ich den umhauen kann. Muss mich ja nicht mit allen Orks anlegen. Also zumindest die, die halt da sind, aber Hauptsache, da ist keine Elite bei dem, weil dann wird's tricky. Jetzt sieht mich schon wieder irgendein Vieh. Oder? Jo, und die kommen gleich alle. Natürlich, wunderbar. Wobei ich die ja so schaffe. Die schaffe ich ja so. So, gar kein Problem. 120 Punkte jeweils, sehr schön. Nicht so. Mann, dieses scheiß Rübergeswitche. Würde mich auch mal echt interessieren, wo der Senngrad... Senngrad? Genau, Senngrad. Ob der vielleicht da irgendwo liegt, könnte ich auch mal gucken gleich. Heilkraut? Ich kann mir natürlich auch selber Heiltränke herstellen. Das kann ich ja auch. Muss ich nur gucken, ob ich die Zutaten habe. Also ich hatte irgendwann mal auf jeden Fall für eine Heilung was gelernt. Feldknöterich. Mana. Speichern. Feuerball. Kleiner Feuersturm. Scheiße. Ich versuche mal eben. Am besten wäre es, wenn ich irgendwo hochkomme, wo die nicht hochkommen. Dann könnte ich die alle dahin locken und von oben einfach Feuer geben. Jetzt muss ich eh eine Stelle finden. Ich probiere mal hier. Feuerregen wäre natürlich richtig nice. Nein, nicht auf die. Och Mann, das geht mir so auf den Senkel. Nein. Nein, visier sie an, Peter. Visier sie an. Einer hat's überlebt. Oder zwei. Ja, oh Gott. Okay, das war's mit den beiden. Hier sind jetzt noch zwei. Komm ich da ran? So normale Orks, das ist super. Da ist einfach dieser kleine Feuersturm einfach richtig geil. Guck mal, den da hinten. Müsste doch die Waage... Ja, nice, Alter. Nein, jetzt... Egal. Mann! Oh. Komm. Oh, scheiße, kein Mörder mehr. Nein, bitte auf die hier unten. Komm schon, Peter. Der scheint irgendwie... Ich weiß auch nicht. Aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe, warum das so ist. Komm, einmal noch. Was, der lebt immer noch? Ich bitte dich. Dann machen wir das jetzt mit dem Schwert. Es reicht mir. Scheiße. Komm. Na komm. Oh fuck. Ich darf nur nicht sterben, dann kann ich das mit der heiligen Kraft Innos das Leben wieder aufladen. Komm her. Komm, Feierabend. Na Alsöchen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Speichern. Wo war das? Auf der 7. Das verbraucht ja echt nicht viel Mana, ne? So, Feuerball, kleiner Feuersturm. Machen wir auf den. Geht natürlich voll vorbei. Komm.
Komm. Na komm. Na komm. Na komm. Oh mein Gott, wir sind eine Stufe gestiegen. Nice. Jetzt haben wir 21 Punkte. Nichts zu holen. Um die Waage kümmere ich mich später. Ich will mal kurz gucken, wie es jetzt hier oben aussieht. Was sagt die Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Also ich schätze mal, dass es hier ist, weil er sagte ja, man könnte vom Fenster aus sehen, das Zelt. Und das war ja hier in der Richtung. Was? Die haben... Warum haben die keinen Schaden? Die haben... Ich habe drei Feuer... Oh, dieses Spiel, wa? Alter, jetzt rege ich mich doch aber zu Recht auf. Warum haben die denn keinerlei Schaden bekommen? Verstehe ich nicht. Das sind doch ganz normale Orks, oder? Die kriegen doch... Alter, es regt einfach nur noch auf. Wenn ich jedes Mal... Na also, er kriegt also doch Feuerschaden. Ja, stellt euch mal alle schön zusammen. Jetzt visier die doch bitte an, Peter. Bitte. Der rennt einfach wieder ganz woanders hin. Und die treffen mich natürlich von da unten. What the fuck? Kriegen die eigentlich überhaupt Schaden jetzt gerade? Das ist doch... Das ist mega affig, Freunde. Das ist mega affig. Der Warg, ey. Fuck. Entschuldigung. Mann, ich... Oh. Jetzt komm schon, Peter. Jetzt. Ich hab einen Ork getroffen. Hab ich, sag mal... Das war nicht der Feuersturm, oder? Kann das sein? Das ist nicht der Feuersturm. Alter, es leckt. Was ist denn? Jetzt visier ihn doch bitte an. Okay, Freunde, ich hatte den Feuersturm nicht ausgewählt. Alter. Oh mein Gott. Da ist nichts zu holen. Ja, scheiß auf das, was die dabei haben, ey. Alter. Junge. Okay, ich weiß, Freunde, es war meine Schuld. Es war meine Schuld. Hab's verstanden. So. Da sind die zwei Schamanen. Und die kommen ja jetzt nicht her, ne? Oh, Alter, es leckt. Vielleicht kriegen wir die. Oh, Alter! Nein, kein Mana mehr! Komm! Komm, Peter! Wir schaffen das. Auch mit Ruckland, Freunde. Einfach drauf, Freunde. Was macht denn der jetzt? Oh, Alter! Sag mal, scheiße! Jetzt kriegt er wohl gar keinen Schaden mehr, oder was? Na, endlich. Koshpak, Mana-Essenz. Ich glaube, das war er. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und hier ist Ferus. Jawohl, nice. Kann ich mich hier ins Lagerfeuer setzen? Geht es nicht oder kann das jetzt wieder nicht anvisieren? Na, komm, Peter, bitte. Okay, ich glaube, er kann es einfach echt nicht. So, Freunde. Okay, wir haben... Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Wir haben Hoshpak umgebracht. Das heißt, wir können jetzt wieder in die Burg zwei Quests abgeben.
in der nächsten Folge machen wir das auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal gucken, wie weit wir dann noch mit den Orks kommen, wie weit wir mit der Story weiterkommen. Sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen. Macht's gut. Tschüsschen.